Ab und zu hört man von einem Medium, das der Polizei mit seinen paranormalen Fähigkeiten geholfen hat. Doch nur selten nimmt die Polizei diese Hilfe auch an. Ein bekannter Fall, bei dem ein Medium aufgesucht wurde, ereignete sich am 16. Februar 1970. Zunächst die traurige Vorgeschichte. Seit dem 19. Februar 1967 wurde die 17-jährige Pat McAdam vermisst. Die Polizei konstruierte den Tag, an dem sie verschwand, ungefähr so. Pat fuhr mit ihrer Freundin am 18. Februar nach Glasgow. Zumindest hatten sie das vor. Zuerst nahmen beide einen Bus nach Gretna und von dort aus trampten sie weiter. In Glasgow kauften die Mädchen verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires. Später trafen sich die beiden mit anderen Freunden, um auf eine Party zu gehen. Die Party ging bis zum nächsten Morgen. Früh am nächsten Morgen brachen die beiden jungen Frauen auf, um den Bus nach Hause rechtzeitig zu bekommen. Es kam jedoch ganz anders als geplant. Am Hauptbahnhof angekommen, fanden sie eine Mitfahrgelegenheit. Ein netter Trucker bot ihnen an, sie ein Stück mitzunehmen. Dieses scheinbar nette Angebot schlugen die beiden nicht ab. Auf der Strecke machten sie noch eine kurze Pause, um schnell etwas essen zu gehen. Pat verstand sich anscheinend sehr gut mit dem Fahrer des LKWs. Denn während ihre Freundin im LKW einschlief, unterhielten sich die beiden sehr viel. In dem kleinen Ort Annan lebte Pats Freundin. Dort ließ der LKW-Fahrer sie aussteigen und fuhr mit Pat alleine weiter. Nur der LKW-Fahrer hat sie das letzte Mal lebend gesehen. Dieser sagte später aus, dass er Pat in der Nähe von Dumfries rausgelassen hätte. Es konnte nie bewiesen werden, dass er Pats Mörder war. Die ganze Umgebung wurde abgesucht, aber leider ohne Erfolg. Pat hatte ihr ganzes Hab und Gut bei ihren Eltern gelassen. Wäre doch ungewöhnlich, wenn jemand, der ausreisen möchte, seine ganzen Sachen einfach zurücklässt. Die Polizei wusste einfach nicht weiter und nur durch einen Zufall erfuhren sie von einem Hellseher, Gerard Kreuset, der schon einmal der Polizei geholfen hatte. Zwar wurde in dem Fall die Leiche der Vermissten nie gefunden, aber er hatte der damaligen zuständigen Polizei wichtige Hinweise gegeben. Also machte sich der zuständige Kommissar auf den Weg zu dem Hellseher. Er zeigte dem Hellseher das Foto von Pat und wollte ihm gerade die Geschichte zu der Vermissten erzählen. Als Kreuset sagte, dass er keine weiteren Details haben wolle. Die einzigen Fragen, die man ihm beantworten sollte, waren, ob das Mädchen zu Hause glücklich war und wo genau sie das letzte Mal gesehen wurde. Der Kommissar beantwortete seine Fragen und zeigte auf einer Karte, wo Pat das letzte Mal gesehen wurde. Kreuset, Zitat, sah ein Fernfahrerlokal, einen tannenbewachsenen Hügel und ein Flussufer mit freiliegenden Baumwurzeln. Außerdem sah eine flache Brücke mit grauen Rohrgeländern. Zitat Ende. Wenn man diese überqueren würde, würde man zu einer kleinen Farm kommen, die allerdings schon lange leer stünde. Werbeanzeigen waren an dem alten Farmhaus genagelt und um dem Haus herum war ein weißer Zaun. Er zeichnete dem Kommissar schnell alles auf. Dieser bedankte sich und verließ dann fürs Erste den Hellseher. Sie suchten noch einmal die ganze Gegend ab, bis sie tatsächlich den Platz fanden, den der Hellseher beschrieben hatte.
Und alles sah ebenfalls genauso aus, wie es der Hellseher beschrieben hatte. Die Brücke, die alte Farm, der weiße Zaun und die Werbeplakate. Der Kommissar bekam Gänsehaut, als er den Ort sah. Doch finden konnten sie dennoch nichts Konkretes. Also fuhren sie mit Pets Bibel zurück zu Kreuset. Sie zeigten dem Hellseher Fotos von dem Ort, den er gesehen hatte, und Kreuset war hellauf begeistert. Immerhin hatte er genau das gesehen, ohne vorher auch nur in der Nähe gewesen zu sein. Dann gaben sie ihm die Bibel des vermissten Mädchens. Als er die Bibel des Mädchens berührte, wurde er ganz blass und ruhig. Dann sagte er mit kalter Stimme, »Sie ist tot.« Er war sich völlig sicher und behauptete außerdem, dass die Leiche irgendwo in dem Gebiet sein müsse, das er gesehen hatte. Sie solle in einer Art Höhle unter den Baumwurzeln sein. Dann sah der Hellseher vor seinem geistigen Auge noch ein altes Auto in der Nähe und genau daneben eine Schubkarre. Mehr konnte auch er erst einmal nicht erkennen. Die Polizisten machten sich also wieder auf die Suche. Tatsächlich fanden sie nach einiger Zeit des Suchens genau das beschriebene Auto mit der Schubkarre daneben. Die Polizisten, die bei dem Einsatz dabei waren, waren völlig entgeistert. Wie war so etwas möglich? Der Hellseher schwor, noch nie an diesem Ort gewesen zu sein und hatte auch keinerlei Informationen von jemandem. Also musste er es doch wirklich gesehen haben, oder? Der Kommissar hegte keinen Zweifel mehr. Kreuset hatte übernatürliche Kräfte. Dessen war er sich sicher. Unter den Baumwurzeln, wo sich die Leiche des Mädchens befinden sollte, lagen lediglich ein paar Kleidungsstücke, zerrissen, und eine Handtasche. Jedoch gehörten diese Sachen nicht Pat. Man war wieder ratlos und fand keine neuen Spuren. Also fuhr der Kommissar wieder einmal zu Kreuset. Dieser sah ein neues Detail. Vor ihrem Tod hatte sich Pat mit einem Mann unterhalten. Kreuset beschrieb diesen und sagte auch, dass in der Nähe kürzlich Bäume gefällt wurden. Wieder trafen all diese Hinweise zu, doch ein Mann der Beschreibung wurde niemals gefunden. Kreuset behauptete noch, dass die Leiche von Pat durch den Fluss gespült wurde, kurz an den Wurzeln des großen Baumes hängen blieb und dann raus aufs Meer gespült wurde. Die Leiche des jungen Mädchens wurde nie gefunden. Doch es ist sicher, dass ohne die Hinweise des Hellsehers nicht einmal ein wenig über ihren Tod bekannt geworden wäre. Es ist eigentlich offensichtlich, dass Kreuset ein Hellseher war und dazu noch ein ziemlich guter. Oder war er doch einmal an dem Ort gewesen, vor langer Zeit, und hatte einfach nur ein ziemlich gutes Gedächtnis? Der LKW-Fahrer wurde später an zwei anderen Morden angeklagt und schuldig gesprochen. War er doch für Pats Tod verantwortlich? Immerhin gab es zu dieser Zeit auch noch nicht genug Methoden, um den Mörder hundertprozentig zu enttarnen. Durch diesen Fall bekam Kreuset Ansehen bei der Polizei und wurde auch bei späteren Einsätzen immer wieder zu Rate gezogen. Immer stimmten seine Aussagen mit dem Tatort und dem Opfer überein. 1980 verstarb Gerhard Kreuset und so musste die Polizei leider auf einen sehr wichtigen Helfer verzichten.